Christoph hat uns gefragt, woher kommt das Malz? Ich bin Roland und das ist eine Minute Bier. Malz ist die Seele des Bieres und kommt, wie könnte es anders sein, aus einer Melzerei. Früher hatte jede Brauerei ihre eigene Melzerei, in denen sie das Malz ausschließlich für den Eigenbedarf selbst hergestellt hat. Das wurde mit der Zeit unwirtschaftlich und heute machen das große Handelsmelzereien für viele Brauereien. Das Braugetreide kommt, überwiegend ist es Gerste, aber auch Weizen und neuerdings auch spezielle Getreidearten wie Dinkel und Emmer, ausschließlich aus unserer Region. Denn schließlich ist das Taubertal als bedeutendes Anbaugebiet für Braugetreide weit über die Grenzen unserer Heimat bekannt. Das war eine Minute Bier und ich bin Distel Häuser.